Du willst die Unheilsklinge fangen? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich zeige dir, wie du in Pokémon Karmesin und Purpur weiterkommst. Los geht's! Die Unheilsklinge ist ein extrem starker physischer Angreifer mit der Typenkombination Unlicht-Eis. Wenn du dieses legendäre und starke Pokémon fangen möchtest, dann solltest du dich auf einen langen und heftigen Kampf vorbereiten. Grundsätzlich lässt sich dieses Pokémon schon relativ früh im Spiel fangen, ich empfehle dir aber ganz stark, es erst dann anzugehen, wenn du schon den Weg der Herrscher abgeschlossen hast, das heißt, wenn dein Reit-Pokémon schon alle Fähigkeiten hat, die es erlernen kann. Aber auch danach solltest du ein bisschen vorsichtig vorgehen, denn das Pokémon hat Level 60 und haut dementsprechend relativ hart rein, von daher brauchst du ein ganzes Team ungefähr um Level 60 drumherum, um genügend Pokémon zu haben, die die Attacken wegtanken, währenddem du deine Pokébälle auf das Pokémon draufschmeißt. Die Siegelkammer der Unheilstafeln findest du genau hier, aber bevor du das Pokémon fangen kannst, musst du natürlich erst einmal die schwarz-lilanen Pfähle aus dem Boden herausziehen und wo du die alle findest, zeige ich dir jetzt. Ich werde das Ganze jetzt so machen, dass ich dir erst zeige, wo auf der Karte du den Pfahl findest und dann, wie du genau dahin kommst, dass du ein kleines bisschen einen Überblick bekommst, wie die Umgebung aussieht und wo genau du dann den Pfahl herausziehen kannst. Trotzdem sind manche Fehler ein klein bisschen gut versteckt, von daher solltest du jetzt genau aufpassen, wo genau sich die Pfähle befinden und wo du jetzt entsprechend hin musst. Thank you.
Sobald du alle Pfähle gefunden hast, geht's wieder direkt zurück zur Siegelkammer. Und hier empfehle ich dir dann auf jeden Fall erst einmal abzuspeichern, bevor du versuchst, das legendäre Pokémon einzufangen. Beim Fangen würde ich dir auf jeden Fall die Hyperbälle bzw. die Timerbälle empfehlen, je nachdem wie lange der Kampf andauert und wie lange du brauchst, um das Pokémon zu fangen. Ich habe jetzt hier Finsterbälle benutzt, weil ich denke, dass unheilslegendäre Pokémon und Finsterbälle sehr, sehr gut zusammenpassen und thematisch wunderbar harmonieren. Das ist aber nicht immer die beste Wahl. Wenn es draußen natürlich gerade dunkel ist, dann kannst du die Finsterbälle auch von der Fangchance her wunderbar einsetzen und hast da eine gute Chance, dass die drinnen bleiben. In welchem Ball du dein legendäres Pokémon fängst, ist aber natürlich komplett dir überlassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg bei der Jagd nach diesem legendären Pokémon und natürlich noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!